So, Freunde, und damit herzlich willkommen zur 265. Folge der Honigfarbe. Hallo, Charlotte. Guten Abend. So, Freunde, wie ihr gerade schon erfahren habt, haben wir jetzt den Herrn Dr. Hans-Georg Maaßen in der Leitung. Er hat durch sein Umfeld erfahren von der Geschichte von Schlummer in ganz groben Zügen. Letztendlich wird es ein bisschen um Meinungsfreiheit hier gehen und um andere Themen, die man ansprechen muss, wenn man mal die Gelegenheit hat, mit Maaßen persönlich zu sprechen. Erstmal herzlich willkommen, Herr Maaßen, und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo Kasper, hallo Charlotte. Hallo. Ich würde gerne zum Einstieg kurz über Chemnitz reden. Also ich vermute, die Causa hat ihren Bekanntheitsgrad damals verhundertfacht. Also in der öffentlichen Wahrnehmung ist Herr Maaßen gleich Chemnitz 2018. Und für jemanden in meinem Alter war das quasi die Stunde Null der Fake News, die dann ein ganzes Land erfasst haben. Für meiner Meinung nach, für jeden Idioten, also wirklich für den letzten Idioten, war damals offensichtlich, dass da eine Nichtigkeit, bei der nicht mal jemand zu Schaden kam, zu einem Skandal aufgeblasen wurde, um davon abzulenken, dass mal wieder ein sogenannter Schutzsuchender für eine schwerste Gewalttat verantwortlich zeichnet. Hat man Ihnen damals, als das Ganze lief, unter vorgehaltener Hand wenigstens mitgeteilt, dass man sich dafür schämt, in der Öffentlichkeit dieses verlogene Spiel mitzuspielen, nicht zu widersprechen, nicht zu sagen, dass auf diesem legendären Video de facto nichts zu sehen ist? Gab es da irgendwas in der Art, von wegen Herr Maaßen, eigentlich verstehe ich ja, aber? Ja, Kasper, eigentlich nein. Also es war für mich auch eine Zäsur in meinem Berufsleben, also ein tiefer Einschnitt. Zum einen, weil ich den Job verlor, aber damit musste ich rechnen. In so einer Funktion als Geheimdienstchef kann man jederzeit vor die Türe gesetzt werden, aus politischen Gründen. Aber ich sage mal, das Entscheidende war für mich, und das habe ich nie für möglich gehalten, dass Deutschland so weit ist, dass man aus der Wahrheit eine Lüge machen kann und aus der Lüge kann man eine Wahrheit machen und Politik und Medien kommen damit durch. Also das war für mich wirklich ein Schock gewesen, weil ich nicht gedacht habe, dass die Medien nahezu unisono, mit Ausnahme noch der Bild-Zeitung und alternativen Medien, diese Fake News von den Hetzjagden in Chemnitz, also die Hetzjagdlüge, propagierten und alle machten mit. Das habe ich nicht für möglich gehalten. Insoweit war das für mich schon ein tiefer Einschnitt, jedenfalls was das war, die Wahrnehmung unserer freiheitlichen Demokratie und der Medien anging. Und wir alle hatten ja dann in den Folgejahren erleben müssen, dass das zur neuen Normalität wurde, insbesondere im Zusammenhang mit Corona, wo diejenigen, die die Wahrheit sagten, als Verschwörungstheoretiker, als Schwurbler, als Rechtspopulisten diffamiert wurden und wo hemmungslos von Medien Fake News über die Impfung, über Corona und so weiter propagiert wurden. Und das geht ja bis heute so. Von daher war das für mich auch in der heutigen Wahrnehmung der Anfang einer sehr, sehr schlechten Entwicklung, was den Umgang mit Wahrheit und den Umgang mit Lügen angeht. Nein, entschuldigt hat sich niemand dafür. Ich kann mich allerdings erinnern, ein alter Abteilungsleiter aus dem Kanzleramt sagte zu mir, Herr Maaßen, wie konnten Sie der Kanzlerin widersprechen? Und da habe ich gesagt, sowieso, das ist die oberste Pflicht und das oberste Recht eines Beamten, vor allem eines leitenden Beamten, zu dem Chef, zum Minister oder zur Kanzlerin zu sagen, das, was sie tun, dürfen sie nicht tun. Aber da hat er mich nicht verstanden. Und da war mir auch klar gewesen, dass viele leitende Beamte in der Bundesregierung nur reagieren auf Befehl mit Gehorsam. Wir haben das jetzt hochaktuell zum Beispiel durch News gegen Korrektiv oder Ulrich Vosgerau gegen Korrektiv gesehen, dass man sich selbst gegen Lügen, die nicht so offensichtlich sind, wie die herbeifantasierten Menschenjagden von Chemnitz, erfolgreich juristisch wehren kann. Jetzt gerade an Sie als Jurist, wieso sind Sie damals nicht im großen Stil juristisch vorgegangen? Also der Hauptgrund ist, man kann einen politischen Beamten ohne Angaben von Gründen einfach vor die Türe setzen. Das ist das Privileg des Kanzlers oder der Kanzlerin zu sagen, ich habe kein Vertrauen mehr in den Geheimdienstchef und möchte, dass er geht. Und das ist juristisch nicht angreifbar. Das ist unsere Rechtslage. Sie hätte noch nicht mal Hetzjagdlügen gebraucht, um mich loszuwerden, weil in unserem Recht ist es so, dass man Spitzenbeamte in dieser Funktion jederzeit einfach entlassen kann. Und das kann man juristisch nicht angreifen. Von daher hätte ich auch keine Chance gehabt, gegen meine Entlassung vorzugehen.
Das heißt also, im besten Fall hätten Sie mit einem möglicherweise jahrelangen Rechtsstreit erreichen können, dass die Presse am Ende im Kleingedruckten schreibt, übrigens, wir haben da ein bisschen Blödsinn erzählt, Ihr Amt wären Sie sowieso losgeworden? Genau, mein Amt wäre sowieso losgeworden. Ich wäre es jedenfalls spätestens, denke ich, mit dem Regierungswechsel zu SPD und Grün-Gelb losgeworden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau Faeser oder ein Herr Scholz mich in dem Amt gelassen hätten. Das wäre klar gewesen, aber auch Merkel hätte mich auch aus anderen nichtigen Gründen loswerden können. Und Sie haben ja nun auch selbst wahrnehmen können, in den letzten Jahren ist viel über diese Hexenjagd-Lüge an Tatsachen Tisch gelegt worden, woher das Haas-Bleib-Hier-Video kam, auch eine Entscheidung vor ein paar Monaten, die deutlich machte, dass es wirklich eine Hetzjagdlüge gab. Die Mainstream-Medien haben darüber nicht mehr berichtet. Das Thema ist für die durch. Und diese Lügengeschichte von den Hetzjagden werden stattdessen immer wieder von den Mainstream-Medien, obwohl sie längst widerlegt worden sind, wiederholt. Herr Maaßen, es gibt hier einen traurigen Anlass für Ihren Besuch bei der Honigwabe. Einer der Hosts, für den ich heute einspringe, sitzt seit letzter Woche im Gefängnis, weil er eine Zahlung in Höhe von 600 Euro zu spät geleistet hat und seinen Wohnsitz nicht umgemeldet hat. Aber eigentlich geht es ja um das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern oder eben auch nicht. Also mir ist klar, dass Sie diesen Fall im Detail nicht kennen, aber gestatten Sie mir ein Beispiel. Stomo Finkelstein ist in 10 Fällen schuldig gesprochen worden wegen Volksverhetzung und Ähnlichem. Einer dieser Fälle, Fall 1 um genau zu sein, ist folgender. Stomo und andere YouTuber hatten eine seit Monaten währende Fehde mit dem öffentlich-rechtlichen Format Jäger und Sammler zu laufen. Und das war nicht einseitig. Auch die Jäger und Sammler haben zum Teil explizit Bezug auf Stomo und die anderen genommen. Und in einem Antwortvideo an genau dieses Format hat Stomo dann einige Sekunden ein Lied abgespielt, welches offensichtlich satirischen Charakter hatte. Also das besagte Lied stammt von dem Comedian Rucka Rucka Ali. Der Kanal hat fast 2 Millionen Abonnenten auf YouTube. Das Lied selbst hat knapp 750.000 Aufrufe und ist nach wie vor problemlos aus Deutschland aufrufbar. Das Strafmaß für dieses Vergehen liegt bei 6 Monaten Haft. Jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Herr Maaßen, ist unsere Meinungsfreiheit in Gefahr oder existiert sie überhaupt noch? Also unsere Meinungsfreiheit wird täglich mehr und mehr eingeschränkt und abgebaut. Man kann von einer Erosion von Meinungsfreiheit sprechen. Ich hatte mehrfach schon gesagt, wenn meine Partei, wenn ich politische Verantwortung tragen würde, ich würde mich dafür einsetzen, dass dieser unsägliche Volksverhetzungstatbestand ersatzlos gestrichen wird. Das, was in den letzten 2 Jahrzehnten mit diesem Volksverhetzungstatbestand passiert war, war, dass er letztendlich zur politischen Gegnerbekämpfung missbraucht wird, auch von der immer mehr politisierten Justiz, die wir in Deutschland haben, dass die Grenzen dieses Volksverhetzungstatbestandes vielfach gar nicht mehr erkennbar sind, weil irgendwelche Äußerungen, die irgendeine Größe mal im Zweiten Weltkrieg oder in der Nazizeit getan hat, plötzlich belegt wird als eine volksverhetzungstatbestandswürdige Äußerung. Ich bin der festen Überzeugung, diese Regelung Volksverhetzung hat immense einschüchternde Wirkungen auf die Bevölkerung, mit der Folge, dass viele sich gar nicht mehr trauen, etwas zu sagen. Und das hat natürlich schwere Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit ist nicht irgendein Grundrecht, sondern die Meinungsfreiheit ist eine tragende Säule unserer freiheitlichen Demokratie. Und wenn die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist, ist unsere freiheitliche Demokratie beschädigt. Nämlich eine freiheitliche Demokratie kann nur mit Meinungsfreiheit funktionieren. Deswegen muss dieser unsägliche Straftatbestand abgeschafft werden. Und ich bin auch der Auffassung, es gibt kaum ein anderes westliches Land, das sich eine derartige verrückte Strafrechtsnorm leistet. Nun werden ja auch Sie als ehemaliger Präsident des VS mittlerweile von selbigen beobachtet. Also man sammelt allerhand Informationen über Sie, unter anderem, wann Sie was auf Social Media gepostet haben. Mein Lieblingsvermerk aus dem Dokument, welches Sie vor einem halben Jahr veröffentlicht haben, ist laut der Medienberichterstattung, was über die Astrologin der Reichsbürger bekannt ist, soll eine der Vereinigungen um Heinrich den 13. Prinz Reuß zuzurechnende Person Videos von Hans-Georg Maaßen auf seiner Facebook-Seite geteilt haben. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ja, also es sind leider ehemalige Mitarbeiter von mir, die mich jetzt beobachten, im Auftrag wahrscheinlich von Frau Faeser und Herrn Scholz. Ich habe das jetzt aufmerksam zur Kenntnis genommen. Ich führe jetzt ein Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht in Köln gegen meine alte Behörde, meine Ex-Mitarbeiter, die mich da beobachten. Ich sehe das als ein rein politisches Verfahren, weil ich Parteigründer bin.
weil ich eine exponierte Person bin, die sich sehr kritisch zu dieser Regierungspolitik der Einschränkung von Meinungsfreiheit und der Einschränkung unserer Demokratie äußert. Und ich werde das Verfahren, da bin ich überzeugt, gewinnen, jedenfalls starte ich, um zu gewinnen. Wir brauchen die Meinungsfreiheit und wir können es uns nicht leisten, dass Menschen beobachtet werden, nur weil sie der Regierung missfallen. Und das Zitat, das Sie gerade gebracht haben, da muss man sagen, das ist ja schon sowas von abstrus und perfide, dass jemandem vorgeworfen wird, ein anderer hätte etwas von mir gelesen und dies geteilt, weil er es gut gefunden hat. Ja, da muss man natürlich auch sagen, wenn ein Kinderschänder ja abends die Tagesschau sich anschaut, ist die Tagesschau damit auch infiziert. Und da muss man sagen, die Tagesschau wird von Kinderschändern gesehen. Also ist das ein Kinderschänderprogramm. Also das in aller Plakation ist letztendlich der Hintergrund dieser Argumentation. Wenn eine Tox etwas anderes gut findet, wird der andere dann als toxisch angesehen. Das, muss ich sagen, hat nichts mehr zu tun mit einem Beobachtungsauftrag des Verfassungsschutzes. Das hat sich sehr, sehr weit entfernt, letztendlich von den Grundlagen einer freiheitlichen Demokratie, wo Bürger in Ruhe gelassen werden, wenn sie das sagen, was sie denken, wenn sie im Rahmen der Meinungsfreiheit ihre Positionen äußern und wo man nicht mit Aussagen von Dritten letztendlich dann als toxische Person angesehen wird. Ich würde noch mal kurz reingrätschen. Sie haben gerade schon die Partei erwähnt und dass Sie jetzt halt selber beobachtet werden, auch im Zusammenhang möglicherweise mit dieser Partei. Da fiel mir gerade ein, wo wir eben schon bei Chemnitz waren und jetzt gerade bei der Partei gelandet sind. Man munkelte damals, dass der eigentliche Grund für Ihre Kündigung der gewesen sei, dass Sie die AfD nicht beobachten wollten. Klar, Sie haben das Narrativ gefährdet, indem Sie nicht mitgemacht haben bei diesem Quatsch bezüglich der Menschenjagden. Wie sehen Sie das denn selber? Also glauben auch Sie, dass das, also erstmal können Sie bestätigen, dass das stimmt, dass Sie damals sagten, die AfD zu beobachten ist Quatsch, wir brauchen die Ressourcen für Wichtigeres. Und ist das möglicherweise der eigentliche Grund dafür gewesen, dass Sie gehen mussten? Schauen Sie mal, Deutschland ist eigentlich der einzige westliche Staat, der Parteien beobachtet, ja, durch einen Verfassungsschutz, also durch einen Geheimdienst. Eine Ausnahme gibt es noch, Österreich, weil die eben unser System nachgebildet haben. Aber ansonsten ist es in anderen westlichen Staaten undenkbar, dass der Geheimdienst konkurrierende Parteien beobachtet. Reden Sie mal mit den Kollegen von MI5 in London, mit DGSI in Frankreich, mit FBI in den USA, auch mit den Schweizern vom NDB. Undenkbar. Deutschland ist da solitär. Und ich hatte mich, als ich 2012 Präsident des Verfassungsschutzes wurde, dafür eingesetzt, dass dieser Blödsinn, den ich für rechtsstaatswidrig halte, dass eine Regierung, in der Parteimitglieder von Regierungsparteien sitzen, andere Parteien beobachten dürfen, dass dieser Blödsinn eingestellt wird. Und wir haben den Blödsinn eingestellt. 2013 war es, glaube ich, gewesen mit der Partei Die Linke. Ich habe damals die Partei Die Linke nicht mehr weiter beobachtet, in Abstimmung mit meinem damaligen Chef, dem Innenminister Friedrich, weil ich der festen Überzeugung war, es kann in einer Demokratie nicht sein, dass Parteien beobachtet werden. Ich bin da bejubelt worden von der Linksseite im Parlament, dass ich das gemacht hatte. 2 Jahre später hatte man mich dann aufgefordert, ich sollte die AfD beobachten. Dann sagte ich, Leute, Moment mal, wir haben uns darauf verständigt, der Verfassungsschutz soll keine Parteien mehr beobachten, weil das in einer freiheitlichen Demokratie eigentlich nicht passieren darf. Und ich habe das immer damit begründet, wir müssen die Ressourcen für was anderes ausgeben, nämlich für Bekämpfung islamistischen Terrorismus, für die Bekämpfung von Spionage, von Cyberangriffen und so weiter. Und dann wurde ich massiv unter Druck gesetzt, ich solle die AfD beobachten. Und dann sagte ich, also wenn wir wieder zu diesen alten, miserablen Zuständen zurückkommen, dass der Geheimdienst Parteien beobachtet, dann fällt mir eine andere Partei ein, die man als erstes beobachten sollte, dann die Linke. Da müsste man vielleicht aber auch nochmal über die Grüne Jugend nachdenken und vielleicht auch noch über andere, die man zum Prüffall macht. Und dann sagte ich, ich habe keine Probleme, andere Parteien zu beobachten, auch die AfD, wenn es zureichende Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche Haltung gibt. Aber ich lasse mich nicht auf Zuruf von einzelnen Politikern zum Büttel der Politik machen. Ja, und dann nahm der Druck auf mich zu, auch von Medien, die dann sagten, Maaßen würde sich weigern, die AfD zu beobachten. Dann sagte ich, ich mache mich hier nicht zum Grüß Gott August und beobachte hier einfach eine Partei, nur weil die politische Linke mit ihren Prätorianern der Medien das einfach so wollen. Nun, und ich kann mir durchaus vorstellen, 2018
ist das auch im zeitlichen Zusammenhang mit dieser Hetzjagdlüge von den Medien gegen mich thematisiert worden. Maaßen würde sich mit AfD-Leuten treffen. Maaßen würde die AfD nicht beobachten wollen aus politischen Gründen, dass dies letztendlich auch der Ausschlag dafür war, mich loszuwerden. Um auch korrektiv und die sogenannte Wannsee-Konferenz 2.0 zu sprechen zu kommen. Finden Sie es merkwürdig, dass eine private Veranstaltung von einem regierungsfinanzierten Medium unterwandert wird und einige Wochen später Ihr Nachfolger, Thomas Haldenwang, wohlgesonnene Journalisten einlädt und das Folgende erzählt? Ich zitiere, nach dem Gespräch scharten sich noch ausgewiesene linke Journalisten im Beisammensein um den Verfassungsschutzpräsidenten, berichten Teilnehmer. Dabei hörten sie, dass Haldenwangs Verfassungsschutz schon seit Anfang November, also vor dem sogenannten Geheimtreffen, mit Lesung eines umstrittenen Autors ganz genau über die Gruppe der Eingeladenen in dem Potsdamer Hotel sehr gut Bescheid wusste. Haldenwangs Leute ermittelten, wer dorthin kommt, wann und wo. Wir kennen sie alle. Ist diese Verbindung zwischen Verfassungsschutz und regierungsfinanzierten Desinformationskampagnenbetreibern zumindest merkwürdig? Das ist ja nicht nur merkwürdig. Schauen Sie mal, was wir hier derzeit erleben, ist, dass Aufgaben, die der Staat nicht wahrnehmen darf, einfach outgesourced werden. Ja, die Diffamierung, Diskreditierung, das Ausforschen von politischen Gegnern ist in einer freiheitlichen Gesellschaft tabuisiert. Das darf nicht stattfinden. Und jetzt haben wir Korrektiv, die sich als journalistisches Medium bezeichnen. Aus meiner Sicht ist das nichts anderes als ein privater Geheimdienst mit Journalistenausweisen, die Informationen von einem staatlichen Geheimdienst bekommen und das tun, was der staatliche Geheimdienst nicht tun darf. Und da muss ich sagen, das darf in einer freiheitlichen Demokratie nicht stattfinden, dass wir hier vom Staat geförderte private Geheimdienste haben, die einzige Aufgabe haben, politische Gegner der Regierung auszuforschen, zu diffamieren, zu diskreditieren und ich sage mal einfach platt zu machen, einschließlich der Betroffenen auch wirtschaftlich zu ruinieren. Das darf es in einer freiheitlichen Demokratie nicht geben. Und die Verantwortlichen, die für die Finanzierung, für den Aufbau derartiger privater geheimdienstlicher Strukturen verantwortlich sind, muss man dafür auch zur Verantwortung ziehen. Wie kann es denn sein, dass Ihr Nachfolger, nach meinem Verständnis, sein Mandat überschreitet, indem er negativ Wahlkampf für die AfD macht, dann gescholten wird und bei der nächsten Gelegenheit direkt wieder gegen dieselbe Partei schießt? Also was ist denn jetzt Sache? Darf sich der Präsident des VS hinstellen und am Wahlkampf beteiligen oder darf er das nicht? Und wenn er es nicht darf, wieso macht er das andauernd? Also er darf es nicht. Was er darf nach dem Verfassungsschutzgesetz ist, er darf die Öffentlichkeit über bestimmte Entwicklungen, Bestrebungen informieren. Nur das, was er tut, geht weit über diese Befugnis hinaus. Er nimmt einseitig Partei und auch Parteien, die er persönlich als der Verfassungsschutzpräsident für extremistisch hält, das ist ja eine behördliche Einschätzung oder eine Einschätzung eines Präsidenten, ist eine Partei, die am demokratischen Wettbewerb teilnimmt. Und eine exekutivische Behörde, und das ist der Geheimdienst Verfassungsschutz, darf nicht in diesen Wettbewerb eingreifen. Jedenfalls in einer freiheitlichen Demokratie darf das nicht der Fall sein. Das ist jedenfalls ein Demokratieverständnis. Wenn der Verfassungsschutz dies tut, das jedenfalls mit meinem in keiner Weise mehr in Einklang zu bringen ist. Da kommen wir zum Schluss noch zum Thema Migration. Das ist ja quasi Ihr Fachgebiet. Wir fliegen hier nach wie vor jeden Monat 1000 Afghanen ein, obwohl der Bund bereits hunderte Ortskräfte neu eingestellt hat. Und obwohl es bis heute nicht einen einzigen Fall gibt, bei dem ein Afghane auch nur schief angeguckt wurde, weil er als Hilfskraft für Deutschland tätig war. Zumindest wissen wir von keinem dieser Fälle. Letzte Woche kam raus, dass nicht weniger Afghanen, die hier Asyl beantragt haben, Urlaub in der Heimat machen. Mittlerweile lebt jeder hundertste Afghane in Deutschland. Die letzten Rebellen in Syrien befinden sich seit Jahren in Teilen der Region Idlib. In welchen Teilen ist mir nicht bekannt. Ich bin jetzt mal sehr, sehr großzügig. Selbst wenn die Islamisten jeden Winkel des Gouvernements Idlib kontrollieren, dann kontrollieren sie 6.000 von 165.000 Quadratkilometern, also bestenfalls 3% des Landes. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat letzten Monat, also mit mehrjähriger Verspätung, dann ebenfalls festgestellt, dass Syrien weitestgehend sicher ist und trotzdem haben wir hier letztes Jahr allein eine halbe Großstadt aus Syrien willkommen geheißen. Jeder 20. Syrer lebt mittlerweile in Deutschland. Meldung von dieser Woche. Die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen hat letzten Monat, wie dann diese Woche bekannt wurde, die Bundespolizei angewiesen, ich zitiere,
Wenn sich der Betroffene weigert, in das Flugzeug zu steigen, beziehungsweise auf eine andere Art versucht, sich der Abschiebung zu widersetzen, aktiver, passiver Widerstand, kann dieser auf freien Fuß gesetzt werden und eigenständig zu der ihm zugewiesenen Unterkunft zurückreisen. Also in anderen Worten, wer keinen Bock darauf hat, rechtmäßig in seine Heimat abgeschoben zu werden, der sagt nein, zuckt mit der Schulter und die Polizei ist angewiesen, ihn gehen zu lassen und ihm noch einen schönen Tag zu wünschen. Herr Maaßen, leben wir in einer Bananenrepublik? Nein, wir leben nicht in einer Bananenrepublik, weil es in Deutschland keine Bananen gibt, die wachsen. Sie hätten Frage stellen müssen, ob wir in einer Gurkenrepublik leben, weil in Deutschland Gurken wachsen. Dafür sprechen manche Gründe. Nehmen wir mal den letzten Fall, den Sie genannt haben, nämlich die Weisungslage, die offensichtliche Weisungslage, dass abzuschiebende Migranten freizulassen sind, wenn sie Widerstand leisten. Viele, glaube ich, in Deutschland würden sich freuen, wenn es eine derartige Praxis auch in anderen Rechtsgebieten gäbe. Zum Beispiel der Herr Schlomo, der würde sich sicherlich freuen, wenn es die Weisung gäbe, verurteilte Straftäter, die sich weigern, die Geldstrafe zu bezahlen, werden nicht mehr weiter verfolgt, weil die Weigerung ein Zeichen des Widerstandes ist, gegen den dann die Polizeibehörden nicht mehr unternehmen würden. Oder wenn es eine Weisung des Finanzministeriums an die Finanzämter gäbe, auf die Durchsetzung des Vollzuges der Einkommensteuerbescheide verzichtet man, wenn die Steuerpflichtigen sich weigern, die Einkommensteuer freiwillig zu zahlen. Ich glaube, auch darauf würden in Deutschland Millionen warten, auf ein derartiges, klares Signal einer Gurkenrepublik. Aber leider in dem Bereich findet das nicht statt. Kurzum, was wir haben, ist, im Migrationsbereich wird das Recht einfach nicht angewandt. In anderen Bereichen wird es teilweise gnadenlos exekutiert. Im Migrationsbereich wird unter dem Vorwand von Ortskräften zu schützen in Afghanistan, werden Tausende von Menschen nach Deutschland transportiert. Aus Syrien unter dem Vorwand humanitären Aufenthaltes werden Leute in Deutschland angesiedelt als Flüchtlinge, obwohl es seit Jahren in Syrien innerstaatliche Fluchtalternativen gibt. Die Leute müssen nicht in Idlib wohnen, die können auch woanders wohnen, in Gebieten, die befriedet sind. Gleichwohl wird es gemacht. Und das führt bei mir letztendlich zu der Schlussfolgerung, offensichtlich wollen die Regierungen von Bund und mutmaßlich auch von den meisten Ländern gar nicht das Ausländerrecht durchsetzen, sondern sie instrumentalisieren das Ausländerrecht, um hier Hunderttausende oder Millionen von Menschen aus fremden Staaten dauerhaft anzusiedeln, ohne dass es dafür einen hinreichenden Grund gibt. Und wenn das so ist, dann muss man sich die Frage stellen, warum wollen Sie das? Das Ausländerrecht dient nicht dazu, dass Millionen Menschen hier im Land einfach angesiedelt werden. Das ist nicht Sinn des Ausländerrechts und das widerspricht auch dem Ausländerrecht, im Übrigen auch dem Grundgesetz. Deutschland ist immer noch das Land der Deutschen und nicht das Land der Bund. Tja, diese Frage müsste man den verantwortlichen Politikern stellen, von CDU, CSU, SPD und Grünen, wieso die das tun. Man kann da einen dringenden Tatverdacht haben, die wollen einfach eine andere Republik. Mit anderen Bürgern, ne? Mit anderen Bürgern, ja. Diese Politiker wollen sich, so muss man den Verdacht haben, sich ein anderes Volk auswählen. Alles klar, dann sind wir mit unseren Fragen durch. Das Wichtigste zum Schluss, was ist Ihre Lieblingsspeise? Meine Lieblingsspeise, das ist Rehkeule mit Klößen und Rotkraut. Wir müssen auch wissen, ich bin Jäger. Und Reh ist wunderbar. Werden Sie möglicherweise deswegen beobachtet, weil Sie Jäger sind? Das macht Sie ja direkt doppelt verdächtig. Kein dezidiert Linker und Jäger. Ja. Ja. Herr Maaßen, passen Sie auf sich auf. Vielen, vielen Dankeschön. Dank. Danke, Kasper. Danke, Charlotte. Und eine gute Fahrt noch. Wir danken auch. Dankeschön. Macht's gut. Danke, tschüss. Sie auch.